I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind jetzt auf dem Höhencamping Königskanzel. Mega schön. Nicht weit weg von uns. Nicht weit weg von uns. Eine Dreiviertelstunde Fahrt. Schön im Schwarzwald. Kurzer Ausflug, weil wir nicht viel Zeit hatten, weil ich noch Schule hatte. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen 1,5 Tage mit Freunden hier einen Ausflug. Übers Wochenende. Und ich bin echt begeistert. Wir haben vergessen, muss man dazu sagen, den Anfang zu drehen. Sprich, wir haben schon einiges erlebt. Und können sagen, es ist Hammer. Wir machen einen Link rein, wo das ist. Von den Stellplätzen her, er ist jetzt nicht voll. Also, nein, das gut, nicht. Aber die gut, Jahreszeit. Wir haben ja jetzt den, was haben wir? Das 8. Ja, da Samstag, der 8. Juni. Also sind noch keine Ferien und somit natürlich nicht ganz so viel los. Ein paar Holländer sind da, habe ich gesehen. Viele Dauercamper sind hier. Aber der Campingplatz bietet wirklich alles, was das Kinderherz begehrt. Definitiv, ja. Da werden wir jetzt auf jeden Fall gleich euch die Sachen zeigen. Ich glaube, vorab können wir schon die Preise mal sagen. Wir bezahlen jetzt, der Komfortstellplatz kostet 15 Euro am Tag. Dann bezahlt man pro Person 12 Euro, oder? Ist richtig? Ja. Ja, 12 Euro. Das Kind oder unser Amy kostet 7,50 Euro am Tag und dann die Kurtaxe sind 1,30 Euro. Strom kann man auch, sind glaube ich 70 Cent das Kilowatt. Genau. Wir haben jetzt keinen Strom genommen, wir haben ja die Solarzellen, die Sonne scheint immer mal wieder und es reicht uns. Deswegen haben wir da keinen Strom genommen. An dem Stellplatz ist auch Wasser und Abwasser. Abwasser? Ja, also ist beides da. Von dem her, und es ist schön ruhig hier oben, ist ein bisschen auf dem Berg gelegen. Man hat eine schöne Aussicht und ich glaube, jetzt zeigen wir euch einfach mal, was wir schon erlebt haben. Ja, let's go! So, wir sind angekommen, die Emil und ich haben schon aufgebaut. Ja, ganz schön anstrengend. Schon cool, wenn man einen Mann dabei hat oder ein bisschen hilft oder das so macht. Ja, der Campingplatz ist echt mega schön, liegt schön oben am Berg, schöne Aussicht ins Tal, mega schön. Ich zeige euch dann nachher noch ein bisschen mehr. Unsere Amy, die ist schon auf dem Volleyballplatz. Komm, wir gehen mal gucken. Amy spielt auf dem Volleyballplatz. Ist eigentlich kein Sandkasten. Aber da waren wohl Sandsachen. Ja, herrlich. Kind raus und direkt auf den Volleyballplatz. Genau. Hallo Amy! Ist es schön? Sehr, sehr schön, sagt sie. Ganz cool. Hier ist noch ein Planschbecken für Kinder. Für die Kinder ist ein bisschen kalt. So, ihr Lieben, wir zeigen mal euch, beziehungsweise ich zeige euch mal die Selbstbedienungshütte, Lädle, sagt ihr dazu. Wir sind im Schwabeländle. Unsere Freundin geht da heute auch mal mit. So, jetzt gehen wir mal da rein. Richtig süß. Schaut mal, was es da alles gibt. Unglaublich. Mega cool. Marmelade, frische Kühlware, frische Erdbeeren. Da werden wir jetzt zuschlagen. Also wirklich Sachen, wo man definitiv für ein paar Tage überleben kann, oder? Katrin? Oh, schade. So, wir gehen mal weiter. Der Campingplatz ist echt mega. Ich freue mich schon, am Ende die Bewertung zu machen. Von Skala von 0 bis 10. Wird mega.
Hatrin? Mhm. Kräutergarten. Oh, danke Katrin. Kräutergarten. So. Katrin hat mich erinnert an den Kräutergarten. Mhm. Mega schön. Herzlich willkommen. Komm. So süß. Hier haben wir vorhin schon auf der Bank gechillt, schön in der Sonne. Und hier ein schöner kleiner Kräutergarten, wo man sich bedienen kann. Mega cool, alles dabei, was man so zum Kochen braucht. Was das Herz begehrt. Katrin meinte, sie langt heute schon zu. Bin ich mal gespannt, wie der Salat nachher schmeckt. Beziehungsweise die Pizza. Hier haben wir die Chemie. Ausguss, Toilette, Raum, wie auch immer. Für die, wo kein Fäkalientank haben, gibt es auch den Camper Cleaner. Kostet hier 2 Euro. Ist, glaube ich, fast überall schon normal so. Hier kann man dann schön runtergehen. Hier ist das Wohnmobil. Ne, da vorne. Vorne bei der Katrin ist Wohnmobil-Entsorgungsstation. Auch ganz geschickt. Auf jeden Fall Platz hier zum Rangieren, finde ich. Und hier rüber, ich glaube, hier drüben sind die Kinder. Geht's zu den Sanitärräumen. Also, was man ehrlich sagen muss, ein wunderschöner Riesenspielplatz, wo die Kinder sich komplett, ja, eigentlich alle Wünsche erfüllen können. Von Klettern, Rutschen, kleine Rutsche, Sandkasten, hinten ist noch eine Schaukel. Was ist noch alles da? Eigentlich, ja, alles, was Kinderherzen haben möchten, gibt es hier. Dann haben wir hier noch so ein kleines, großes Schachbrett, auch schön. Für die Erwachsenen gibt es Sportgeräte. Eine Tischtennisplatte hat man auch nicht oft. Hinten ein Boccia-Feld. Also ist wirklich alles. Dann ist noch eine Spülküche hier. Ups. Auch mit einer Spülmaschine. Da bekommt man 4 von den Coupons. Dann kann man da spülen. Das funktioniert echt gut. Das haben jetzt die Mädels die ganze Zeit gemacht oder die 2 Tage über. Wird auch richtig sauber. Dann eins weiter ist auch noch eine Waschmaschine oder Waschmaschinen. Da kann man waschen, aber ich weiß jetzt nicht. Ah, 4 Euro. Für 4 Euro kann man waschen. Finde ich auch ganz gut. Trocknen gibt es auch. Selbes Thema, auch 4 Euro. Die Wertmarken kriegt man da an der Rezeption. Also auch der ganze Campingplatz ist echt schön angelegt. Man hat hier die Dusche, ein ganz kleines Kinderbecken mit einer Rutsche, Pool, Wassertemperatur ist echt okay. Da ist von 7 Uhr bis 13 Uhr offen und von 14 bis 20 Uhr kann man hier schwimmen. Wir waren heute Morgen gleich vorm Frühstück hier. War echt schön. Das Wetter passt. Dann hat man hier noch für die Hunde, da kann man die Hunde waschen. Also für diejenigen, die Hundebesitzer. Wenn man spazieren ist, kann man hier, wie gesagt, die Hunde einmal rauswaschen. Finde ich auch. Habe ich jetzt so auch noch nicht oft gesehen. Und dann hier halt kleine Waschbecken. Auf der anderen Seite die Duschen und Toiletten, die zeige ich euch gleich noch. Wenn wir dann hier hochkommen, ist ein schönes Restaurant mit einem echt guten Mittagstisch und abends brutal viel los. Also ich glaube, alles, was das Herz begehrt. Und dann die Stellplätze. Die Stellplätze sind echt schön gelegen, riesengroß. Also selbst wir haben jetzt einen Komfortplatz genommen, weil wir dachten, okay, lieber ein bisschen mehr Platz. Aber die normalen Plätze sind schon riesig. Also ideal und schön ruhig. Dann haben wir da einen Volleyballplatz. Sandvolleyball. Sind wir gleich da. Vor allem die Aussicht, wow. Sandvolleyballplatz, Fußballplatz, ein bisschen abschüssig, das ist vielleicht ein bisschen suboptimal. Plus hinten noch ein Basketballkorb.
Also auch hier wirklich für die Kids und auch die Erwachsenen alles, was das Herz begehrt. Hallo. So, so lässt sich doch der Morgen in der Sonne gut genießen. Gut beginnen. Unser Platz ist auch schön. Das ist der A3. Man hat hier schön den Sonnenaufgang. Und hier mache ich gleich ein Bild hin. Im Tal sieht man den Sonnenuntergang. Gestern Abend hat es ein bisschen geregnet. Aber heute ist wieder schön. Schön. So soll es sein. In der Nacht Regen und tagsüber schön. Gut für die Pflanzen. Mhm. Gut, wir haben jetzt in letzter Zeit genug was gehabt. Das reicht, ja. Dann frühstücken wir mal, wenn die Mädels... Wir genießen den Kaffee. ...und die Hunde zurück sind. Genau. So, jetzt sind wir hier in Dornstetten im Barfußpark. Sorry, hier wird ein bisschen Waldarbeiten gemacht, deswegen ein bisschen mit... Ganz cool, wir freuen uns schon. Die Kinder sind schon total aufgeregt. Wir natürlich auch. Hier gibt es auch noch ein Bergwerk, wo man besuchen kann. Und ein Kletterpark, Hochseilgarten. Jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg auf diesen schönen Barfußpark. Wir sind schon ganz schön aufgeregt. Da sitzen schon ein paar Kinder. Die machen sich schon die Füße sauber. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. Und unsere super Zähne. Los geht's. Bach, Fuß, Park. Bach, Fuß, Park. Hier. Bitte waschen Sie Ihre Füße im Bach und werfen Sie nichts hinein. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we can be okay. Okay, okay, maybe you could change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. So, jetzt geht's mal ins kalte Wasser. Doch ein bisschen kalt. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. So, einmal abdampfen. Das ist schon meine auch, bitte. Geh mir doch runter, das spritzt mich doch voll, du eine. Was ist denn mit dem großen See da passiert? Aber war cool, oder? Mega. Hat aber sich echt gelohnt. Aber fast zu lang. Tamara die Schuhe raus. So, nach dem Baden. Also, wir waren ja jetzt echt schön wandern. Und dann sind wir noch schnell in den Pool reingehüpft. Und jetzt bin ich vom Grillen, weil wir noch was gebraucht haben, schnell zum Lidl gefahren. Das sind, Lidl, zum Netto, sorry. Vom Campingplatz sind es circa 2 Kilometer mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß. Vom Campingplatz weg zum Netto. Also da kann man auch morgens kurz sich frische Brötchen holen, wenn man jetzt nichts auf dem Campingplatz holen möchte. Da ist auch ein Bäcker mit drin. Oder halt, wenn man irgendwas braucht, kann man da auch entweder mit dem Auto geschwind hinfahren oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Zu Fuß geht es auch, wie gesagt, sind 2 Kilometer. Genau, jetzt gehen wir heim und dann grillen wir. Versuch's auch mal da drüber, halt nur langsamer. Wow. So, Wochenende ist vorbei. Ja. Schneller wie gewollt. Wie gewollt. War wunderschön. Emi, dein Eindruck? Also, es war sehr, sehr angenehm. Es war ruhig. Es gab einen Spielplatz, einen Riesenspielplatz, auch was für kleine Kinder. War es für dich gut? Ja. Was hat dir am meisten gefallen? Der Pool. Der Pool. Natürlich der Pool. Ist natürlich gigantisch. Also ich muss sagen, Preis-Leistung tipptopp. Dürfen wir die Bewertung schon machen? Machen wir die Bewertung. Machen wir die Bewertung. Amy, von 1 bis 10.
Dann macht die Mama als erstes. Also, mein, eigentlich habe ich hier nichts auszusetzen. Ich gebe das erste Mal die 10. M? 10. Ich mache 9. Oh, warum? 9, weil man natürlich viel auf dem Campingplatz machen kann. Man kann den Barfußpfad machen, aber dann, also zum Biken, klar, geradeaus fahren ist alles cool, aber so richtige Trails gab es hier leider nicht. Wir müssen aber doch den Campingplatz bilden. Ja, aber es gehört ja auch drumherum dazu. Okay. Aber ich finde es für Kinder super. Also mega. Mega. Deswegen gibt die Emmy auch 10. Und wir haben noch mitbekommen, dass es für viele im Sommer, muss man schauen, für viele, viele Holländer da sind im August. Also muss es, denke ich mal, auch ziemlich cool für Holländer sein. Weil wenn die Holländer da sind, heißt das eigentlich, dass es ziemlich gut ist. Nee, aber auch für größere Wohnmobils kann man hier stehen mit den großen Plätzen. Das finde ich echt super angenehm. Yeah. Also ich glaube, andere Campingplätze hätten für die Größe wahrscheinlich 2 draus gemacht. Ja. Also das ist sehr angenehm. Man hat einfach sehr viel Platz für sich. Ja. Wie geht's bei uns weiter? Wir müssen. Als nächstes gibt es ein paar Umbauvideos vom Morelo. Da ist einiges Veränderungen angesagt. Nach dem Leder letztes Video geht es jetzt innen drin ein bisschen Multimedia, habe ich. Was okay. Vorbereitet. Genau. Wir wünschen euch schöne Tage. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.